John Lennon sagte einst, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Und genau so bin auch ich auf den Hund gekommen. Aber dazu ein bisschen später mehr, denn erstmal möchte ich ihn euch vorstellen. Und zwar meinen Hund Milo. Milo, komm! Ja, da ist er ja. Ja, fein. Fein, mein Hübscher. Da ist er ja. Ja, toll. Hast du toll gehört. Ja, prima. Psst. Komm mal her. Milo ist ein junger Rüde. Wir schätzen ihn auf ungefähr 8 bis 9 Monate. Momentan noch unkastriert. Das wird sich aber auch demnächst ändern. Und wie bin ich jetzt zu ihm gekommen? Ganz einfach. So wie es hier in Paraguay nicht ganz unüblich ist, der war auf einmal da. Hat sich hier auf dem Grundstück meines Vermieters rumgetrieben, hat sich mit den anderen Hunden amüsiert, hat mit denen gespielt, getobt, ist dann abends wieder weg, wahrscheinlich zu seinem anderen Zuhause. Und ja, nächsten Tage ist er dann immer wieder gekommen und auf einmal ist er dann nicht mehr nach Hause gegangen, sondern hat sich dann hier eingenistet. Und da mein Vermieter bereits 3,5 Hunde hat, hat er mich doch gefragt, hey, willst du den nicht für dich haben? Weil ich werde ihn wahrscheinlich nicht unbedingt haben wollen, weil ich habe ja genug. Und ja, naja, dann habe ich mir das nicht wirklich lange überlegt und einfach mal gesagt, jo, meiner. Zumindest, wenn er nicht freiwillig wieder nach Hause gehen will zu seinem anderen Zuhause, wo er wahrscheinlich mal gewohnt hat. Naja, jedenfalls, ja, der wollte nicht mehr nach Hause gehen und ist dann bei mir geblieben, beziehungsweise hier bei uns. Spielt, tollt und lernt mit den anderen Hunden so ein bisschen das Sozialwesen, das soziale Leben im Rudel. Ist inzwischen schon ganz schön auf mich fixiert, hört auch schon auf seinen Namen, nämlich Milo habe ich ihn getauft. Und
Ja, naja, inzwischen sind wir dabei, so ein bisschen die Bindung auf mich, die Fixierung auf mich zu verstärken. Und so ein bisschen was versuche ich ihm schon beizubringen. Also komm her und sitz, das funktioniert schon so halbwegs, mehr oder weniger. Muss natürlich noch vertieft werden, aber das kommt mit der Zeit und das trainiere ich jeden Tag so ein klitzekleines bisschen. Milo, sitz. Milo. Lola, sitz. Toll. Milo, sitz. Toll, prima. Fein. Hast du toll gemacht. Lilly? Toll. Ja, fein. Toll. Milo, komm her. Komm mal hier. Milo. Lucy, sitz. Toll. Prima. Milo, komm her. Komm her. Toll. Und sitz. Milo, sitz. Sitz. Toll. Prima. Toll, mein Hübscher. Ja, fein. Fein. Milo ist ein sehr junger Hund mit seinen 8 bis 9 Monaten und dementsprechend ist er natürlich auch noch extrem verspielt, will toben und spielen den ganzen Tag. Einerseits mit mir, andererseits mit den anderen Hunden hier auf dem Grundstück. Und das machen wir auch. Ja, toll! Ja, ja, ja. Toll, Milo. Ja, toll. Komm. Ja, ja. Oh, meiner. 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 Toll. Ja, fein, toll, prima, toll, mein Hübscher, toll, ja, 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 komm, ja, Milo, komm, ja, zieh, ja, ja, boah, ja, toll, Milo, toll, super, ja, 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 ja. Ja, nebenbei trainiere ich ihn so ein bisschen, so ein paar Kommandos sollte er dann schon beherrschen, zumindest kennen und wäre schön, wenn er dann auch drauf hört. Zumindest meistens, immer wahrscheinlich nicht, aber gut, da werden wir dran arbeiten. Wieso habe ich jetzt John Lennon zitiert? Nun, ganz einfach, ich fand den Spruch einfach passend, weil ich hatte mir natürlich auch schon überlegt, wie komme ich denn am dümmsten an 2 Hunde, die dann später mich und mein Grundstück beaufsichtigen und beschützen werden. Ich hatte mir fest vorgenommen, zum einen keinen Rüden, zum anderen keinen jungen Hund. Und naja, beides ist der Milo ja irgendwie. Und dementsprechend kommt es erstens anders, als man zweitens denkt. Das ist in Deutschland manchmal ähnlich, hier sehr oft so. Und naja, ich hatte jedenfalls vor, mir vom hier ansässigen Tierschutz, also hier ist eine deutsche Tierärztin, die sich sehr im Tierschutz engagiert. Sie holt misshandelte oder heruntergekommene Hunde heraus von ihrem Zuhause. Sie päppelt Hunde, die auf der Straße leben, auf und nimmt sie auf, kastriert sie großflächig. Also sie kastriert sehr viele Hunde und versucht diese dann natürlich auch weiter zu vermitteln, weil sie kann nicht alle Hunde horten und aufheben. Aktuell hat sie wohl so um die 40 Hunde und ich hatte dann mir schwer vorgenommen, mir von ihr dann 2 Hündinnen zu holen und diese dann gleich auf mein Grundstück zu bringen, dass sie gar nicht erst mit dem Rudel hier in Verbindung kommen, dass da keine Bindung entsteht, aber naja, so ist das Leben. Ja, Milo, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Milo ist wahrscheinlich ein Rhodesien-Ridgeback, so sagt das zumindest Tante Google. Ich gehe davon aus, kein reinrassiger. Das wäre sehr unüblich hier in Paraguay, dass da irgendwo reinrassige Hunde auf der Straße rumlaufen bzw. einem zulaufen.
Und von daher denke ich mal, ist Milo auf jeden Fall ein geeigneter Familienhund, ein geeigneter Wachhund. So wird er zumindest als Ridgeback beschrieben. Und von daher denke ich, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Es ist auch ein ganz lieber, ein ganz süßer. Klar, noch total wild, total verspielt. Aber das wird sich mit der Zeit wahrscheinlich auch legen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So ein netter, freudiger, aufgeschlossener Hund ist doch was Tolles. Nur muss ich ihm noch beibringen, nicht jeden auf das Grundstück zu lassen. Aber das lernt er jetzt hier schon so ein bisschen, weil die anderen Hunde hier, die passen auch auf, dass da kein ungebetener Gast auf das Grundstück kommt und schlagen natürlich sofort an. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass Milo sich das hier abguckt und dann auch auf meinem Grundstück übernimmt. Ja, ansonsten war es das eigentlich schon, was ich so zu Milo großartig sagen kann. Ich werde mir dann später noch eine Hündin dazu nehmen. Die wird natürlich auch kastriert oder sterilisiert, je nachdem, wie man es denn nennen möchte. Und von daher denke ich mal, ist das schon mal ein guter Anfang. Ich hoffe, die zwei vertragen sich dann. Nicht, dass es da dann Probleme gibt, aber so wie ich Milo bis jetzt kennengelernt habe, ist er auch anderen Tieren gegenüber sehr aufgeschlossen. Also hier sind ein paar Schweinchen auf dem Grundstück. Mit denen hat er schon ein bisschen Freundschaft geschlossen. Und eine Katze ist hier auf dem Grundstück. Mit der hat er auch schon keine Probleme. Also die liegen schon nebeneinander, gehen aneinander vorbei ohne große Probleme. Also Milo kriegt keine gefledert und Milo lässt sie in Ruhe. Und von daher denke ich mal, sollte das alles in Ordnung sein und alles gut sein. Und werden wir sehen. Jetzt am Ende werde ich mal wieder ein paar Outtakes reinschneiden. Ich denke, da habe ich wahrscheinlich genug von, weil Milo hat sich irgendwie ein bisschen anders verhalten, sobald ich die Kamera anhatte oder ein Handy in der Hand hatte. Und es könnte auch ein bisschen lustig sein. Also wenn ihr wollt, bleibt noch dran. Und ansonsten sage ich wie immer vielen Dank für das Interesse und tschüss aus Paraguay, euer Nico. Ja. Ich glaube, John Lennon war es, der mal sagte, Leben ist das, was passiert, während du eifrig. Tja, und genauso ist es auch bei mir passiert. Genauso bin ich zu dem Hund gekommen. Lucy. Na. Nein, eine Selbstbedienung. Komm hier, Sitz. Toll, mein Hübscher. Sitz? Nein, ich will nicht. Komm her, Milo. Nee, quer bitte. Komm hier. Mit dir, ja, logisch. Ja, hauptsächlich Milo. Ey, du bist echt kamerascheu, kann das sein? Schau hier. Hey. Milo. Milo. Ja, so ist toll.
schaffen, Bruder. Milo, komm her. Ja, komm mal her. Komm mal her. Willst du nicht? Du bist doof. Der ist nass. Mag den nicht, wenn der nass ist. Ja. Guck mal, wie der wegläuft. Hm, Milo. Musebacke, du. Ja. Hm? Ist klar. Kamera los, dann müssen wir sich anders behalten. Oh, ja. Nein, nicht zwicken. Ich will mich beobachtet, ich will das nicht. Ja. Milo, komm! Da ist er ja. Ja, fein, toll, mein Hübscher. Super! Hast du toll gemacht, ja fein! Mach mal Sitz! Toll! Ja fein! Ach, Lilly auch! Lilly, Sitz! Toll! Prima! Oh, Milo, du hast Ameisen! Komm her! Ja, die sind fies, ich weiß! Komm her! Komm, die machen weg! Komm her! Ist ja gut! Komm! Ameisen müssen weg! Sind pfui! Milo, komm her. Milo, komm her. Ja, warum ich? Komm du doch. Ich will nicht ins Fernsehen. Milo, komm her. Komm her. Milo. Ich glaube, der ist kamerascheu. Ja, fein, mein Schimpfer. Fein. Ja, toll, super, fein. Milo, komm mal her, ja, fein, komm mal her, schau mal her, toll. Hm, und nun? Komm her, ja, fein. Milo, sitz, toll, prima, Lucy, du bist mitten im Bild, toll. Ach nee, ich bin eh zu weit weg.